Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. So, wir sollen ja jetzt hier wieder ins Untergeschoss fahren. Also Verarbeitung waren wir ja schon, also einmal zur Wartung. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Wartung auch keimfrei ist. Im Sinne von, ja, wir wollen jetzt nicht so viele starke Monster hier haben. Aber mal abwarten. So, da waren wir ja schon drin. Ich höre euch doch schon. Oh nee, oh nee. Wo? Nee? Seid ihr jetzt artig, ja? Ist schön. Uah. Oh, nicht diese Viecher. Schnell ausschalten. Oh, sind wir alles infizieren. Eieiei. Die, sind das nicht die Bubble? Ach, die kann ich auch schießen. Weiß ich, dass ich die schießen kann, aber. Na, lecker. Gut. Oh, da oben ist gleich eine Mission. Nehmen wir uns mit. Und was haben wir hier? Noch ein Health Pack. Ist auch in Ordnung. Nehmen wir uns auch mit. Ah, schon wieder so ein schleimiger Scheiß hier. Haltleiter Gold. Ah, was für den Shop. Dann haben wir hier einen Audio-Log. Dr. Klein, was zum Teufel? Ah, zurück. Noch einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist es das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Okay. Das Einzige, um es zu beenden, ist der Marker. Na gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Oh, Speicherstation. Ist die denn auf... Ach, das ist... das wird, oh, so ein Schreien da mal wieder. Eieiei. Gut, aber wir speichern als erstes. So. Das stört ja keinen. Ja, Kollege, ist gut. Ist in Ordnung. Ah, da. Irgendwas. Ah, bin sogar rangekommen. Warum liegt da eigentlich so ein kleines. Helpscat? Oh. Entschuldigung. Warum sieht das so nach. Keine Ahnung. Irgendwie Area-Kampf aus hier. Da kommen wir bestimmt gleich links und rechts irgendwelche Viecher. Und springen hier auf den. Oh nee, das sind die Stachelviecher. Aber wir kennen ihre Schwachstelle. Wir kennen jetzt ja ihre Schwachstelle. Einfach nur das Ding abtrennen. So. Dafür ist der Cutter wunderbar geeignet. So. Nächsten, wunderbar. Kommt noch einer? Ganz cool bleiben. Ist wie Schießbohnen schießen. Bloß, dass wir jetzt hier einen Preis gewinnen in Form unseres eigenes Lebens. Okay, soweit kommen wir gut durch. Noch einer? Na, wo seid ihr? Okay, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Jetzt kommt bestimmt hier gleich so ein übelstes Mordsvieh um die Ecke. Oder zwei, oder drei, oder vier? Nein? Machst du dich mal auf? Hallo? Isaac? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her.
Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Okay. Oh. Also ich wollte gerade sagen, eine leere Kiste. Das ist aber nicht toll. Gut. Das war bestimmt eine Falle. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Okay. Ja, dann deaktivier das nochmal. Mach mal ein bisschen hinne. Nee. Oh nee. Ist das jetzt so eine Beschützermission? Tatsache. Okay, auch zwei Schuss. Das Inventar ist voll. Das wird sich sicherlich gleich ändern. Aber wenn sie jetzt immer nur einschicken, dann passt das. Wow. Okay, ich hätte nichts sagen sollen. Dann krabbeln sie hier auch hoch. Eieiei. Da kommen noch mal welche. Okay, die Tür ist jetzt entriegelt, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Okay. Ja, ich liebe dich auch, Schatz. Tschüss. Das ist doch hier bestimmt noch eine Falle, oder? Das war jetzt doch ein bisschen zu einfach. SOS-Sender. Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Okay, Inventar ist voll. Da liegt aber noch irgendwas, wo ich gerne ran möchte. Na, machen wir hier erstmal auf. Und dann gucken wir mal, was wir wegmachen können. Wir haben ein bisschen zu viel Leben dabei. Dann schmeiß ich mal. Ah, komm, machen wir mal zwei Leben kurz weg. Anzug Level 4. Sehr schön. Das muss ich aber noch bis zum Shop tragen, ne? Ja, leider. Also sprich, die beiden Health Packs müssen hier bleiben. Gut. Dann müssen wir jetzt einmal wieder zurück zum Shop. Oh, hier ist das tief da unten. So, jetzt müssen wir hier noch einmal Schießbude spielen, oder? Dürfte aber eigentlich mit der Munition gut klappen, oder? Ja, wir haben ein paar Stase-Packs. Das dürfte passen. Gut, dann fangen wir mal an hier. Könnten auch mal die Explosionsdinger nehmen. Und einfach Spatz machen. Schon anspruchsvoller, wenn sie mir solche kleinen Kristallchen noch reinsetzen. Gut. Andere Seite kurz. Zack.
Habe ich ihn erwischt? Nein. Natürlich habe ich ihn nicht erwischt. Oh Mann, oh Mann. Haben wir noch so ein explodierendes? So. Oh shit. Oh shit. Du stirbst. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen viel Munition verschossen. Oh ja, sehr viel Munition. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ja, da sagst du mir nichts Neues. Mann, jetzt erschreck mich nicht jedes Mal mit deinem Haar. Gut, einmal entfernen. Ich nehme doch lieber nochmal Munition mit. Ich wollte Munition haben und nicht den Help. Kids Numero ganz klein. So. Dann speichern wir noch einmal. Verdient ist verdient. So. Und speichern. Gut. Und weiter geht's. Na, sind jetzt hier wieder kleine böse Mistviecher. Machi, Machi, Machi. Alter, jedes Mal aufs Neue. Und jedes Mal verjage ich mich immer. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schürfunterdecks. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Okay. Sprich, wir sollten eigentlich in den Abbau, aber wir gehen nochmal hoch zur Vorbereitung. Ich hoffe, wir kommen da einfach jetzt ohne irgendwelche Zwischendinger hin. Ich glaube, das war der Abbau. Ja. Könnte gut sein. Das ist der Abbau da. Aber ich möchte mir gern vorher noch den Anzug holen. Okay, wir kommen da relativ gut wieder hoch. Gut. Hier jetzt irgendjemand Neues da? Er versagt mir gleich die Stimme. Keiner da, gut. Nicht paranoid werden hier. Ganz ruhig. So, neue Schemata. Anzug Level 4. Was kostet denn der Anzug Level 4? 35.000. Okay, wir haben hier noch einen Halbleiter, den wir verkaufen können. Wir können eigentlich 2 Medipacks verkaufen. Die beiden Stase-Packs. Ja. Ich verkaufe jetzt nochmal die Ripper-Klingen. Nochmal Ripper-Klingen verkaufen. Die Projektile will ich ungern verkaufen. Genauso wie die Plasma-Energie. Verkaufe ich wirklich nochmal die großen Medipacks? Oh, ich würde es so bereuen, glaube ich, wenn ich dann... Na komm, machen wir ein großes noch und ein kleines. Und dann können wir uns den Anzug Level 4 kaufen. Und so leite die Kirchenmaus. Was tut man nicht alles für mehr Rüstung? Ja, das sieht doch schon bulldozerhaftiger aus. Reine Platte. Gut, jetzt können wir auch noch mehr mit uns mit rumschleppen. Haben auch noch ein bisschen mehr Panzerung. Dass man überhaupt noch was sehen kann dazwischen. So. Ja, jetzt haben wir auch, glaube ich, alle Plätze frei, oder? Na, werden wir ja sehen, ob es noch ein Anzugslevel gibt oder nicht.
Denn wir haben ja auch noch Knoten. Stimmt. Wir haben ja noch einen Knoten gefunden. Können wir gleich wieder verarbeiten hier. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben zwei Knoten im Rig. Im Rig könnten wir soweit nichts mehr machen. Im Plasma-Cutter können wir soweit auch nichts erreichen. Wir könnten die Kapazität noch einmal erhöhen im Sturmgewehr. Was ich jetzt natürlich auch mal mache. Weil damit werden wir noch ein paar einige Kugeln, denke ich mal, gut verschießen. So, bist du dann auch gleich nachgeladen? 125. Können wir jetzt auch 125 immer tragen? Nee, die lassen sich nur per 100er stacken. Schade, schade, schade. So, aber du bist nachgeladen. Wunderbar. Dann speichern wir nochmal. Sicher ist sicher. Ein Speichern in Ehren kann keiner verwehren. So. So, jetzt haben wir ja hier eine richtige Plattenrüstung an hier. Aber wir müssen jetzt zum Abbau. Also, jetzt einmal, ich denke mal in die Ecke hier. Dürfte das passen? Ja, ich hoffe es mal. Ja, bis jetzt kommt nichts. M2. Und jetzt müsste M3 kommen. Da, wo wir hin sollen. Genau. Hier war nichts. Und warum sieht das da so windig aus? Oh, nee. Wie lang sollen wir? Wir sollen auf der rechten Seite lang. Ich sehe ja kaum was. Das ist ja richtig windig. Man sieht ja kaum was. Oh nee. Nee, das will ich nicht haben. Ich will die Munition haben. Das ist ja richtig mies. Man sieht gerade mal 5 Meter weit nach vorne und weiter nicht. Oh nee. Das ist doof. Okay, hier haben wir nochmal Munition. Was haben wir denn jetzt am meisten? Gut, ich würde sagen, wir nehmen auch das Sturmgewehr, was auch nicht wirklich weit zielen kann. Und ich soll wirklich jetzt da hinten einmal rum. Na gut, dann gehen wir da hinten mal lang. So, bestimmt hier rein, oder? Hallo? Ah, wir müssen also eine Energiezelle finden. Weil wir da runter müssen. Mhm. Gut. Die Energiezelle wird sicherlich auf der anderen Seite sein, oder? Ich hoffe es mal, dass ich da eine finde. Warum fällt da einfach so mal was rum? Ganz einfach wegen dir. Noch jemand hier? Also mal, ach, hier oben ist die Trennanlage oder so. Deswegen hört sich so glitschig an. Hier ist sogar. Hier wäre auch noch mal ein Shop gewesen. Ein Audiolog. Logbuch des Verarbeitungsdecks, Supervisor Seconds Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen, was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin.
Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Oh Mann, nee, ey. Hat er sich die Gliedmaßen zerschossen? Das wirklich hilft? Okay, ich trau diesen Kisten überhaupt nicht. Na, komm her. So. Lass mich raten, ich muss hier nachher die ganzen Batterien immer hin und her schieben. Okay. So, hier einmal die Klingen. Was haben wir hier noch Schönes? Geld, ist auch schön. Na, Werkbank brauchen wir eigentlich nicht. Dann holen wir mal hier die Hände. Hier raus. Okay. War ich wohl ein bisschen schreckhaft, aber war jetzt nicht so schlimm. Was du das jetzt gewesen? Warum reißt du dir denn jetzt die Glieder immer ab? Geh mal beiseite. So. Speicherstation ist ja da auch. Gut, dann würde ich sagen, bis hierhin und dann speichern wir erstmal. So, machen wir hier mal wieder hier. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.